Es ist jetzt 8:30 morgens und ich bin schon ein bisschen spät dran. Wir haben das erste Meeting und ich muss mich beeilen. Also wir kommen hier gerade aus dem Büro von unserem Technologiepartner Ming und war ein gutes Meeting, oder? War ein gutes Meeting, ja, auf jeden Fall. Genau. Einiges abklären können. Sieht man jetzt nicht so, aber es ist ein ziemlich geiles Büro und wir gehen jetzt Pizza frühstücken. Pizza-Frühstück. Nach einem guten Meeting muss man erstmal was essen und es gibt nichts Besseres als Pizza zum Frühstück. Essen mit Paul ist vorbei. Ist ein cooler Typ. Jetzt geht's zum nächsten Treffen. Ich bin jetzt in der Mercedes-Welt in Berlin mit Flo und Ennis. Das ist der Mann, der die Partys macht. Das ist der Mann, der die Partys macht. Und wenn ihr feiern gehen wollt, haltet euch an ihn. Die krankesten, freshesten Partys in der Stadt. Ja, das Meeting bei Mercedes war super. Wir müssen mal gucken. Also Ennis hat natürlich wieder viele Projekte, die er mit uns machen möchte. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall das eine oder andere auf die Beine stellen. Sepautica! Hallo, ich bin wieder mal mit Alex unterwegs. Wir fahren jetzt zu Tyrone, der hat heute Geburtstag. Den werden wir überraschen, er weiß nicht, dass wir kommen. Er ist im Park und grillt mit Freunden. Wir haben schon ordentlich was zu grillen eingepackt und jetzt gibt es einen Überraschungsbesuch. Mal gucken, ob er sich freut. Ich habe Tyrone eine Blume mitgebracht. Ich soll gratulieren. Wie geht's dir, Alter? Ich habe keine Blumen mitgebracht. Oh, welche Blume ist das? Ich weiß nicht genau, aber sie ist auf jeden Fall, sie riecht wunderbar. Und die riecht schon ganz geil. Ja. Oh ja. Sepautica! Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mir dieses tolle Kochbuch, vegetarische Kochbuch gekauft. Das hat zum einen damit zu tun, dass schon die Idee länger in mir brodelt, dass es mich halt ein bisschen beschäftigt, wo das Fleisch herkommt, was wir täglich so essen und zu uns nehmen. Und von daher habe ich mir gedacht, okay gut, dann werde ich einfach ab jetzt direkt Vegetarier und verzichte komplett auf Fleisch. Heute ist der erste Tag. Ich hoffe, dass das Kochbuch mir so ein bisschen Kreativität gibt, was für Rezepte es alles gibt. Ja, und das ist das super leckere Ergebnis. Veggie Pecorino Pasta. Hallo! Du musst dich vormachen, ich bin so aufs Foto gehen. Sie ist sauer, weil sie ungeschminkt wird. Wir fahren jetzt Alex abholen, der ist mein Friseur. Und danach fahren wir zum See baden. War? Oder? Ich muss euch noch den Chef vorstellen. Den Friseur. Der Meister an der Arbeit. Nein, du bist ja nicht. Hallo. Leila, sei nicht so schüchtern. Mal weg mit deiner Kamera. Sag mal was. Was soll ich sagen? Du kannst ein Star werden. Deine Mutter kann. Sag mal was, wirklich. Sei nicht so schüchtern. Du bist doch sonst immer so extrovertiert. Extro vor allen Dingen, das heißt Extraversion. Okay? Extraversion? Ja, Mann, Google. Ich hab extrovertiert, habe ich gesagt. Ja, es heißt extravertiert. Mann, ja! Sepautica! Claudia ist vorbeigekommen und wir haben heute was vor. Und zwar hat Claudia mir erzählt von Bean Buzzled. Also, die meisten kennen das aber. Ich kann es ja nochmal erklären. Also Jelly Bellies, die kennt ihr alle. Die sehen alle gleich aus, ja. Es gibt zwar verschiedene Richtungen Geschmäcker, aber es gibt die leckeren und die ekligen. Also wenn wir Glück haben, haben wir Tutti Frutti, aber wenn wir Pech haben, eine stinkende Socke. Wir gehen mal in die noch schlimmere Richtung. Pfirsich oder Erbrochenes. Yay, darauf freue ich mich. Also die Spielregeln sind, wir haben hier erstmal zwei Tassen, keine Gläser, Tassen mit Wasser, so für den Notfall. Wir haben was zum Reinspucken, nur für den Notfall, okay? Ich will nicht, dass du alles direkt ausspuckst. Wir haben hier so ein kleines Rädchen, das gedreht werden muss. Und jetzt müssen wir nur noch ausmachen, wer anfängt. Shing, shang, shang. Oh, oh, da hat jemand verloren. Gut, das sind die... Die weißen. Babywindel oder Kokosnuss? Babywindel oder Kokosnuss. Oh mein Gott. Hä? Kannst du es nicht unterscheiden? Nein, Mann. Aber ich glaube, das ist Babywindel, aber... Schmeckt gut, Babywindel? Ich esse es sogar auf, schmeckt nicht so schlecht. Jetzt denken alle so...
bei dir? Okay, ich dreh mal. Ich hab das Orangene. Entweder Pfirsich oder Kotze. Pfirsich. Nein. Oh. Nein, nicht schon wieder. Aber du hast doch gesagt, das letzte Mal Babywindel war lecker. Nicht, dass du auf Babywindeln hängen bleibst. Ist das etwa Kotze? Oh. Da hatte jemand wohl nicht so viel Glück, hä? Hast du schon mal Popel gegessen? Nein. Lüg nicht. Welche Menschen essen sowas? Auch als Kind hast du keinen Popel gegessen? Nein. Natürlich, komm. Du Wer hast hat sowas gemacht? Die Leute, die es machen, sind eklig. Nein, jeder eklig. Hat mal Popel probiert. Nein. Also, dann Premiere. Ich wünsche dir Popel. Der erste Popel. Yummy, 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 yummy. Also Leute, wer Popel ist... Ich klebe meinen Zahn. Ich weiß, es klebt. Willkommen in der Welt der Popelfresser.